Ein herzliches Willkommen jetzt zu diesem Video. Mein Name ist Maxus. Wir spielen jetzt eine Runde Star Citizen. Das Flyfree Event ist released. Und ich war das Konto leider gestern und vorgestern, dass wir spielen. Aber jetzt können wir es machen. Also, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei diesem nächsten Star Citizen Video. Danke, dass ihr zuschaut und viel Spaß. So, jetzt sind wir jetzt schon unterwegs. Auf dem Weg zum Convention Center. Ach toll, jetzt einmal falsch rumgelaufen. Ich habe auf mein Handy den Plan, wie man da hinkommt. Und ich werde jetzt einmal kurz hinreisen. Falls es euch übrigens das gefällt, könnt ihr es lieben. Könnt ihr meinen Kanal jetzt lieben gerne abonnieren. Und mir schreiben, dass ich mehr davon bringen soll. Dann will ich es gerne tun. Wir sehen uns jetzt gleich weiter vom Convention Center wieder. Bis gleich. So, falls ihr übrigens zum Convention Center wollt, sobald ihr beim Arcor Plaza seid, einfach hier den Schildern folgen. Da seid ihr schon direkt unterwegs. Und jetzt sind wir da bei UEC Navy. Und beim Lounge Week. Schauen wir uns das jetzt in Ruhe an, was es hier so gibt. Tickets brauchen wir uns, glaube ich, auf nicht kaufen. Die Musik ist natürlich scheiße laut gerade. Muss ich dann also gleich wieder leiser drehen. Diese Jäger wahrscheinlich oder Bomber vielleicht. Oh ja, diese Bilder habe ich schon gesehen. Auch hier diese Sachen, die man jetzt nicht so kaufen kann. US Navy. Naval Ors. To Area 18. Da wollen wir jetzt gerade nicht hin. Wenn wir die ersten Schiffe, ich kann jetzt nicht sagen, welche Schiffe das sind. Doch hier oben, die Cutlass Black. Oder Blue, besser gesagt. Und hier sehe ich immer eine kleine Statue. Ein Verjäger. Ich kann ja nicht viel zu was sagen, weil ich eben halt keine Ahnung von wie ich von der Lore habe, falls er echt schon existiert. Dann muss ich mich wie ich mal Ship Hall. Und warten wir mal kurz, bis wir hinkommen. Da sollte jetzt hier sein und willkommen in der Ship Hall. Oh mein Gott, da sehen wir so Schiffe, wo ich mir denke, will ich ausprobieren. Display All. Weil das sind solche Schiffe, die ich mir aber nie wahrscheinlich kaufen werde, weil das einfach wieder so Luxusliner sind. Und ich eigentlich eher lieber meine persönliche Meinung rustikal pflege, aber ich weiß schon, welches Schiff ich mir jetzt ausleihen werde. Boah, Mann, das sieht schon mal geil aus, aber ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir jetzt so einen großen Kreuzer ausleihe. Für euch heißt das jetzt aber auch eins Entscheidende. Ich werde mir mal das Schiff hier mal anschauen. Und rennt. Exist. Und ich werde mal kurz nachschauen, ob ich mir hier vorne das Schiff hier retten kann. Constellation Phoenix zum Mitnehmen, bitte. Nächstes. Entschuldigt mich, ich muss los. Wir sehen uns jetzt gleich beim Spaceport wieder. Bis gleich. Hangar 03, ich bin unterwegs, ich freue mich. Ich kann mir die RCI Mantis ausprobieren. Mann, ich freue mich. Sogar die Leute stehen hier auf Tisch, also auf die Stühlen. Ah, Mann, ey, ich weiß nicht, warum ich hier so gerade so hart freue, aber einfach nur ein neues Schiff auszuprobieren. Aber ich tue es. Und ich werde jetzt auch noch später
Ich weiß nicht mal, wie lange dieses Video kommen wird und wie lange ich dafür brauche, es zu schneiden. Das ist mir wie scheißegal. Ich will einfach dieses Schiff ausprobieren. Also dafür brauche ich mal meinen Hotkey. Einfach den Landing zu informieren. Ach, wenn ich das Schiff zum Bruch fliege, ist er eh nur gemietet. Komme ich hier irgendwo drauf? Nein, Call. Nein, scheiße. Ja, das lebt von unerwarteten Situationen. Meistens unverbackte. Restroom. Ah, eine Toilette. Ich will nicht, oder? Ich hatte nochmal gerade Glück. Denkschwaffe sollte man deaktivieren können. Bett, aber das Schiff ist auch so ein bisschen so wie so irgendwie so prunkvoll, wenn das so ein Erkundungs- oder so Schiff oder so ist, dann sollte man das auch so ein bisschen so eher so. Ach du heilige Scheiße. Okay. Heilige Scheiße. Das Schiff hat ein anderes Flugverhalten. Quantum ist näher offline. Ich dachte, Leute aus dem Land laufen. Hyperraumschiff fliegen. Lol. Geil. Ganz im Ernst, das Schiff. Eine Waffe, ey, Halleluja. Aber jetzt einfach noch mal kurz umschauen. Ich habe dieses Schiff alleine an, ey. Daraus ein richtiges, schönes Transporterschiff würde ich mir lieben gerne nehmen. Schön. Da würde ich mich sogar freuen. Ja, wir hatten nur in der Version von RCI. Weil nicht so. Weil ich finde das irgendwie so ein bisschen. Wieder so ein bisschen. Over the top, dieses Schiff hier. Aber auch dieses Sichtfeld ist einfach so richtig genial. Ich will mal kurz einen kleinen Sprung machen mit dem Schiff. Na, kurz sein. Kurz hinspringen. Jetzt war nicht lange. Das ist nicht weiter, aber. Heilige Scheiße, der Typ spult schnell. Ich will sogar sagen, der ist relativ schnell. Aber für dieses kleine, schöne Schmuckschiff sind wir eigentlich nicht gekommen. Ja. Ich will ja nicht wieder hier noch runter nach Area 18. Wo bist du? Dein. Ich werde mal kurz das andere Schiff spawnen. Wir sehen uns dann gleich. Wieder, aber ganz im Ernst, das Schiff ist interessant, aber nicht für mich. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das Schiff noch so ausprobieren soll. Ich könnte natürlich versuchen, jemanden aus Ländern zu sprengen. Das könnte ich auch später mit ein paar Freunden mal ein bisschen austesten oder ein Follow-up-Video morgen machen. Aber so in die Tiefe. So in die Tiefe will ich hier mit nicht gehen, einfach weil ich keine Ahnung habe, wo, was ich. Okay, willkommen in Stasism. Kurz gesagt, Bugs. Erstes.
Benjamin Point. So, also das Schiff ist weggeflogen. Ich guck mal kurz nach, ob ich hier auch so diese großen Brummeister bauen kann. Nee, ich bin auf der Hauptstadt. Area 18. Glaube ich. Genau, perfekt. Ich hol mal kurz das andere Schiff. Wir sehen uns dann gleich im Hangar. Beziehungsweise, ich kann aber kurz sagen, weil ich kann diese Schiffe relativ schwer einschätzen, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich mir damit anstellen soll. Aber ich probiere einfach mal aus, weil ich schaue, welche Schiffe ich mir vielleicht kaufe, vielleicht nicht. Und aktuell, sage ich ganz ehrlich, ist für mich Orion Jumpworks nicht der Favorit. Einfach weil ich diesen clean industrial Look nicht so mag. Ich mag eher so diesen Look so in Richtung von Outland Industries zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja, so ein bisschen industrial Look, ein bisschen rustikal. Zum Beispiel. Dieser Schickimicki-Look ist nicht wirklich was für mich. Ich mag lieber so ein bisschen in Richtung militärisch. Zum Beispiel. Das ist mein Look, den ich eher so bevorzuge. Ich mag zwar auch schon, wenn alles schön clean und schick ist, aber nicht so extrem. Ich werde jetzt aber erstmal mir das andere Schiff spawnen. So, meine Freunde, darf ich euch vorstellen, die RCI Phoenix, Constellation Phoenix. Ein etwas größeres Schiff, man sieht euch schon alleine ist dann so, glaube ich, eine Drohne dran. Ich weiß nicht, ob die man schon verwenden kann. Kann man mal herausfinden. Ich habe das Schiff ja jetzt für einen Tag. Schaut euch mal das Schiff an, ey. Der passt sogar wahrscheinlich mal der Avenger Titan runter. Oh my goodness, ey. Mit das Ding mal jetzt rumzufliegen. Man weiß, man einsteigt. Man bräuchte immer nur so eine Markierung. Hier einsteigen. Ach cool, Elevator. Ab fürs noch hier irgendwo ein Pad einfach, wo man drauf drücken kann. Call Elevator. Luftschleuse, lol. Wow. Da mache ich irgendwann Licht an. Betten für, glaube ich, cool, würde ich sagen, wenn das Luxury ist. Scheint zumindest an. Ja. Jetzt sieht das alles wieder nach Luxus aus. Hier habe ich zum Beispiel wieder so eine kleine Luxuskabine. Zwar keine Toilette drin, aber. Mache ich auch mal. Und dann hier nochmal so ein. Closed Door, also hier kann man sich dann wie entspannt hinlegen. Dann einfach irgendwo hin sich bringen lassen. Na, hallo. Hier haben wir so ein paar Sitze, die wie auch so Luxus sind. Wahrscheinlich auch Trinkeralter, wahrscheinlich so Bordpersonal gäbe es dann natürlich hier drauf. Eine Bar. Ich mit, so mit Cocktail, vielleicht hier sieht sowas drauf. Levitan, Reserve. Radast und viele weitere. Sobald die mal verfügbar sind, kann man die mal durchtrinken. Kann man hier dran? Nein, schade. Wollte mir gerade was zu trinken holen. Das wären lustige Features. Was ist hier drin? Eine was? Kann man die Scheibe nicht verdunkeln? Kann man die echt ungern verwenden. Was ist das? Das sind schon mal Gegenstände des Schiffes. Das ist schon mal gut. Was ich jetzt noch wissen würde. Was ist das da Ding? Was ist das Ding am Boden? Wie war es, wo man sich hinsetzen könnte, aber. Ich glaube nicht.
Das ist ein Aufzug. Gravity Generator, was anderes. Power Plant, also. Die kann man sogar noch fliegen, geil. Das ist ja interessant. Immer, ich bis jetzt ja noch keine Toilette gesehen. Ich meine jetzt wieder ehrlich. Also, oder? Habe ich das versehen? Ich glaube nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da keine Toilette gerade gesehen. Für Kuh, paar Betten, paar Holzer. Keine Sitzmöglichkeit für die. Mhm. Und wenn sie bald wahrscheinlich nur eine Toilette ausfahren. Ach du. Ja, das ist auch eine nette Brücke. Lower Turret. Upper Turret. Ja, das könnte lustig werden. Co-Pilot. Pilot. Pilotensitz. So. Wo kann man denn hier das, den guten Luxusliner hier anmachen? Und ich würde jetzt bei diesem Schiff auch überschlagen. Das kostet. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich habe es nicht nachgeschaut, weil. Ganz ehrlich, so ein Schiff würde ich mir nur kaufen. Wenn ich so im Stream. Wenn mal so einen kleinen Donation-Stream oder so mache. Und einfach sage, so. Will ich das Schiff im Dienst der Community stellen. Zum Beispiel. Weil schaut euch mal das Schiff alleine an. Schaut euch das Ding hier an. Ich will auch nicht. Weil das ist gerade. Ich kann auch damit relativ gut manövrieren inzwischen schon wieder. Ich könnte jetzt auch einfach jetzt mal wieder kurz eine kleine Reise damit antreten. Also das mache ich jetzt auch. Ich sage mal, ich bringe mich selbst mal nach. Lydia, Lydia. War das 3000? Ich weiß nicht noch, wie viel das Dings hat, also wie viel die Freelance hat. Dann will ich wieder gerne Kurs setzen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich heute Abend vielleicht noch mit meinen paar Freunden mache. Einfach nur eine Runde dieses Schiff wieder noch vielleicht testen. Wie langsam auch die Schilde sich da aufladen, ey. 61, also da sind wohl nicht die besten Components verbaut. Das waren gerade Lecks. Weil wir sind ja auch schon da. Das dauert zwar nicht lange, Nalüda, nicht weit, aber. So. Ich sage jetzt aber ganz ehrlich. Boah, das Schiff aber trotzdem. Ich schau mir das mal an. Das Schiff würde ich gerne als Flaggschiff haben. Also nicht als Flaggschiff, sondern will ich als Schiff haben, wo ich dann auch, weil so wie so ein bisschen. Für mich, einfach nur persönlich, sage ich ganz ehrlich schon mal so, wenn ich hier so ein bisschen rumdüse, ist der Reich. Ich will ganz ehrlich am liebsten den Millennium Falcon haben. Also ein Schiff, das für mich alle Komfortfeatures ermöglicht. Aber noch zwei Möglichkeiten nach oben hat. Zum Beispiel Frachtbereich, zum Beispiel großes Bett, Waffenkammer. So sehe ich das. Für mich ist so ein Multicrew-Schiff so. Ist ja schön zu besitzen, aber. Ja, Spaß mal noch. Der Pilot hat allein schon vier Waffen. Der hat irgendwann mal Bock auszuprobieren, wie stark das Schiff ist. Vielleicht probiere ich es heute einmal aus. Ach mein Gott, ey. Ja, weil dieses Schiff allein auch schon wieder zu fliegen ist und wir so.
Es ist langsamer als die Freelancer. Das weiß ich schon mal. Die Freelancer schafft 1100, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Halleluja, ey. Das Schiff. Das kostet mich, glaube ich, 300 Euro oder so. Für mich ist sowas wirklich eigentlich nicht. Natürlich könnte man das wirklich relativ schön auch verwenden, weil später mehr Mechaniken drin ist. Einfach so ein paar Siri so tun, als würde man die dann rumtransportieren. Was ich jetzt gleich ausprobiere, ist wirklich noch was Interessantes. Nämlich, ich werde jetzt einfach mir auch noch hier irgendwo mal irgendwo einen kleinen Ort aussuchen, wo ich dann jetzt auf Lydia jetzt einfach mal hinfliege. Mit dem schönen Schiff hier. Keine Ahnung, zum Humboldt, Mainz. Zum Beispiel. Jetzt mal kurz hin und ich werde dann einfach versuchen, aber mit diesem. Bin ich mal testweise einfach mal schauen, ob man mit. Weil das Schiff ist mal laut. Schon ein Schiff der größeren Klasse. Und sage deswegen. Ich werde dafür wahrscheinlich auch extra dieses Schiff. Das Schiff war extra dafür. Und Sprung. Ich nehme doch noch die andere Seite. Ich will nicht im Dunkeln irgendwo runterfliegen. Lass ich bei so einem etwas größeren Panzerknall. Sieht's mit denen aus? Mal kurz drehen, danke. Fuck it. Halleluja. Fuck it. So, hier hat jemand einen Schwindanfall. Boah. Was verloren? Triebwerk. Halleluja, ey. Das war knapp. Deswegen hasse ich es, auf den Mond zu fliegen, wenn es Nacht ist. Ich kriege mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den Mond, deswegen. Ach, Security Port. Vielleicht halt so einfacher. Ich setze mal kurz dahin. Ey, ich hatte schon Angst, das Schiff zu verlieren. Obwohl, dann hätte ich mir jetzt einfach nur wieder reclaimen müssen. Hätte wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert oder so. Aber ich kann nur so schon mal so sagen. Ich liebe diese Schiffe in dieser Größenordnung. Oh, das. Das hat so dann jetzt ein Licht. Ah, man sieht ja jetzt auch mehr. Bei Beleuchtung, aber trotzdem noch Toiletten oder so, habe ich noch nicht gesehen. Dein Bad. Das ist eine Duschkabine vielleicht. Aber das ist ja nichts. Womit man so einem Luxusliner hier vielen Leute anvertrauen lassen würde. Ich will mal kurz hinsetzen. Ich will mal kurz nachschauen, ob ich hier eine Geschwindigkeit noch drauf habe. Wenn ja, reduzieren. Ansonsten. Ich will jetzt auch wieder in eine Tagesseite. Also ich mache mal kurz einen Cut und werde mal kurz nachschauen, ob ich irgendwo eine Tagesseite von Lydia wische. Kurz gesagt, hier irgendwo. Dann mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Sprung nochmal. Ich wage mich mal kurz hin. Wir sehen uns dann gleich weiter wieder dort. Entschuldigung, dass ich das einfach so sage. Ich weiß, dass einige Leute das immer ein bisschen nervtötend finden.
Was? Ich fliege aber kurz drüber. Ich suche mal kurz gleich eine helle Stelle und sehen uns dann wieder. Ja, es hat nicht lange gedauert. Wir sind jetzt schon über Land, was ich jetzt gerade befliegen kann. Und ich lasse jetzt einfach mal. Ich halte jetzt gerade schon mal. Ich will jetzt eigentlich nichts. Ich will jetzt einfach irgendwo geostationär in Orbit gehen. Und danach will ich mal dieses andere Schiff ausprobieren. Die Route will ich jetzt mal kurz klären. Und jetzt will ich einfach mal dieses kleine Schiff, diesen kleinen Raumjäger ausprobieren. Ob ich jetzt einfach damit davon abkuppeln kann, von mir diesen Constellation Phoenix. Aber trotzdem, ich kann jetzt nur eins sagen. Für mich, ich hätte, wie ich damit, so wie, glaube ich, wenn ich ein paar Freunde hätte, die damit Star Citizen noch regelmäßig spielen, ganz ehrlich, das könnte wahrscheinlich lustig werden. Aber ich bin ja eher so, ich glaube, weil ich gehe ja eher in Richtung wahrscheinlich so Kampf. Und teilweise auch, wie ich auch so Dogfighting oder so ein Kopfgeldjäger jagt. Dafür brauche ich so ein Schiff nicht. Also Waffen, Militäroptimierung, würde ich gerne nehmen. So. So, mal kurz. Okay, die Schrift ist eigentlich schon. Knopf oder so. Ich stecke offiziell fest. F4 kann ich mich jetzt nicht irgendwo mehr bewegen. Ich habe hier auch gerade keine Knöpfe, die ich irgendwie drücken kann, um das Schiff anzumachen. Weil das erste Schiff ist an. Die kann ich jetzt auf der Seite irgendwo sehen? Nein. Hier? Nö, scheiße. Nee, damit kann. Ja, ich. Damit. Ich bin in einer kleinen Bugfalle gefangen. Also, ich werde mich mal kurz selbst umbringen. Und ich werde jetzt hier gleich, also in 15 Minuten sterben, aber ich werde jetzt einfach mal jetzt schon mal so sagen, schade, dass ich jetzt hier so in dieser Falle gefangen bin. Das ist leider noch nicht irgendwie funktioniert. Vielleicht brauchen wir mehr als einen Spieler. Ich weiß es nicht, aber trotzdem, mir hat dieses Schiff eigentlich trotzdem relativ viel Spaß gemacht, wo ich jetzt wahrscheinlich hier gleich mich einfach umbringe. Ich muss mich jetzt eigentlich, muss ich jetzt im Moment sterben. Hallo. Was ich einmal umbringen will und das Taste funktioniert nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay. Yep. Ich sag ganz im Ernst, für mich ist das trotzdem großer Spaß gemacht, dieses Schiff allein zu fliegen, ey. Dieses so einen riesigen Brummer zu fliegen, ey. Probier es aus. Das Schiff, also das Spiel ist aktuell kostenlos spielbar. Könnt das Schiff dann auch direkt mal ausprobieren. Ich sag trotzdem, das Schiff hier, RCI Mantis, ist nichts für mich. Mike off. Jedenfalls, das Schiff ist nichts für mich. Meine Stimme ist leider leicht heiser, deswegen sage ich euch auch schon mal. Ich hoffe, euch hat diese etwas komische Folge gefallen. Ich werde morgen
sollten neue Schiffe rauskommen, die auch mal ausprobieren. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mal gerne den Kanal abonnieren und einen Like da lassen. Vielleicht auch einen Kommentar. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal. Das wäre, wie mir freuen. Könnt ihr vielleicht noch die 50 Abonnenten schaffen im Sommer. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald und tschüss.